mal einen super Platz gefunden hier. Kurz vor der Grenze nach Litauen. Tierisch klares Wasser. Interessante alte Wochenendhäuser stehen hier rum. Weit und breit kein Cash versteckt. Ich hätte auch eine Dose mit. Könnte man hier zum Beispiel eine verstecken. Ja, aber es geht ja darum, dass das dann auch mal in das Logbuch wechselt oder so. Also dann eher nie. Ja, bin ganz gemütlich gefahren heute. Ging erst über die Dörfer da von dem Campingplatz aus, wo ich war. Der schickte mich ja dann weiter Richtung Nordosten. Bin ja aus dem Westen gekommen, da waren noch Asphaltstraßen bis zum Campingplatz. Hinterm Campingplatz wurde es dann eine einfache Sandstraße bloß. Und ja, dann bin ich irgendwann auf der Autobahn gekommen, da hat es ja dann wieder gut gerollt. Ja, aber irgendwie einen Anlauf habe ich heute gestartet noch, Video hochzuladen. Ich habe ja noch meinen Rundgang von Danzig zusammengeschnitten und den wollte ich vorhin mit hochladen. Und dann habe ich gestern auf dem Campingplatz da nochmal ein Video gemacht zur Zusatzbatterie, die ich jetzt hier habe und wie das funktioniert. Und weil da in so einem Forum oder in mehreren Foren habe ich da immer wieder jetzt Fragen gelesen, wie die das machen sollen, dass die ihr Handy laden können und Strom haben und man Rechner nutzen können. Da habe ich mal ein bisschen was zu dem Thema erzählt, das wollte ich auch gleich mit hochladen. Ich werde es aber dann wieder regulär in meine Sendungsvideos mit reinbringen. Beziehungsweise wenn ich wieder mal so eine Frage kriege, gebe ich das dann gleich als Antwort irgendwo bekannt. Ich habe das in mehreren Foren schon gelesen, dass die alle meckern auf die Cola und Fanta-Flaschen. Wann kaufe ich mir meine Cola? Wann trinke ich? Also Fanta habe ich zuletzt vor 20 Jahren mal getrunken, wenn überhaupt. Und Cola trinke ich 2 Flaschen im Jahr, wenn ich hochkomme. Und da bin ich mit diesen komischen Deckeln noch nie in Berührung gekommen. Und jetzt führen die Bullen das hier auch ein, die kleinen Seltersflaschen. Ist der Deckel fest dran gemacht, du kannst den nicht mehr abrubben. Und prompt habe ich mir heute früh alles ins Gesicht gegeben. Ja, ein bisschen uneben der Platz hier. Aber ich habe nach einigen Hin- und Herrangieren dann mein Auto doch gerade hinstellen können. Und ich werde jetzt wahrscheinlich... Ja, ist um 7 durch oder so, kurz nach um 7 oder noch nicht immer. Ich werde jetzt noch ein Bierchen trinken, noch schnell irgendwas ganz Kleines essen und werde dann gleich bei Zeiten ins Bett fallen. Ach, hochauflösend gemacht das Video. Und da habe ich dann noch 2% abgebrochen. Ich hatte dann mir was zu essen geholt bei McDonald's. Und
Hab dann im Auto das Ding gegessen und eine Cola getrunken. Siehst du? Weil wir gerade davon geredet haben. Ich werde mir jetzt nochmal ein Bierchen aufmachen, eine Kleinigkeit essen und dann gehen wir in die Falle. Ja, und jetzt bin ich, das ist gar nicht mehr weit bis zur Grenze, das sind 20 Kilometer, wenn überhaupt noch. 23 Kilometer. Und da fahre ich jetzt hier schräg nach Vilnius rüber. Ich stückel auf, nee, gar nicht auf der Autobahn, sondern gleich hinter der Grenze nach rechts. Nee, wo ist die Grenze? Jetzt ist sie wieder weg. Jedenfalls fahren wir mal kurz nach Vilnius. Und ob ich nur direkt nach Vilnius fahre oder über Kaunas nach Vilnius, ich höre genauso lang. Oder zumindest von der Zeit genauso lange. Und ich werde aber trotzdem direkt nach Vilnius fahren und dann fahre ich rückzüglich über Kaunas. Weil ich werde auf alle Fälle eine Nacht in Vilnius übernachten, mir dort was angucken. Ich sag mal, na, 2,5 Stunden fahre ich doch noch nach Vilnius. Egal, ob ich Autobahn fahre oder über die Dörfer. Und rückzu werde ich mal sehen, ob ich dann noch über Kaunas fahre oder gleich zurück. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, ich fahre Richtung Estland. Und wenn alle Stränge reichen, dann fahre ich dann über Finnland und Dänemark dann hinten wieder zurück. Finnland, Schweden, Dänemark. Da hatte ich gestern auf dem Campingplatz auch jemanden getroffen. Die standen neben mir mit ihrem Wohnmobil. Das war Ehepaar. Die hatten ihren Sohn mit. Der war auch so 25, 30, so in der Drehe. Und die machten zusammen eine Ostsee-Umrundung. Die wollten dann jedenfalls auch bis Estland fahren. In Tallinn wollten die sich in die Fähre setzen, nach Finnland rüber. Also wie ich unter Umständen auch gemacht hätte oder zumindest mal angedacht hatte. Aber da ich mir ja auch überall was angucken will und nie bloß jetzt durchdüsen, breche ich dann hier ab. Die haben sich 4 bis 5 Wochen Zeit gelassen. Die waren alle beide in Rente. Und der Sohn, der hatte auch so geplant, 4 Wochen macht er seine Tour. Einmal um die Ostsee. Ach so, das habe ich gar nicht gesagt. Der macht das mit dem Fahrrad. Von Frankfurt, Frankfurt-Main kommen die. Und der fährt alles mit dem Fahrrad und deine Eltern halt mit dem Wohnmobil. Die wollten dann im Prinzip von Tallinn nach Helsinki rüberfahren und dann, das hatten sie noch gar nicht gesagt, wie, ob die dann durch Finnland nach oben fahren und dann den ganzen Zipfel runter oder ob die die Fähre nehmen bis Stockholm. Ja, bin jetzt schon ungefähr eine Stunde unterwegs hier in Litauen. An der Grenze ging es ziemlich schleppend voran, aber nicht, weil die kontrolliert haben. Habt ihr nie? Sondern da war eine Baustelle, wo ich immer bloß in eine Richtung durchgelassen habe. Schlagartig hat sich hier der Baustil verändert, wenn du hier über die Grenze kommst. Immer weniger als in Polen, dünner besiedelt als Polen das Grenzgebiet. Hier hast du alle 500 Meter mal einen Bauernhof oder sowas.
In Polen hast du merkwürdig getroffen gehabt. Hast du aber hier auch schon ein paar gesehen. Da stehen drei Häuser, wie so ein großer Bauernhof und Viereck und das war's. Baustil, also die haben hier. Aber auch so eine Holzhäuser, wie man die aus den russischen Märchenfilmen kennt. Das fährt sich aber richtig schön hier. Absolut kein Verkehr. Tempomat rein hier auf der Landstraße, so gemütlich mit 90 langcruisen. Und kein Schwein drängelt oder bremst dich aus. Das ist so richtig entspannt. Ja, kann man dann morgen Frühsport machen, sofern man dann Lust hat. Ist doch ein herrlicher Platz. Untersuchen Sie den geologischen Abschnitt des Aufschlusses Skewonai. Woraus besteht? Konsistent. Etwa 5 Meter über dem Wasser ist ein rotbraunes und ein gelbliches Band zu sehen. Es handelt sich um eine deutliche Sedimentsschicht aus den letzten beiden Eiszeiten und der Zwischeneiszeit. Woraus besteht es? Nennen Sie drei Faktoren, die die Entstehung dieses Aufschlusses beeinflussen. Da muss ich mich auch ein bisschen reinlesen. So, um nochmal zu zeigen, wo wir gelandet sind. Die Raitsiskiu Polsiafietes Planalpoken. Parken, Zelten, Feuern, WC. Eine Gimo-Kabine, Umkleideraum, wenn du baden gehen willst, oder was? Was auch immer. Mein Gott. So, jetzt kommt die Sonne noch mal raus hier im Regen. Noch lange kein Sonnenuntergang. Und jetzt wie spät haben wir es? Halb acht, also halb neun. Wir sind ja hier eine Stunde später jetzt. Ach, ich bin begeistert, weil ich für einen Platz für mich alleine habe. Weit und breit niemand da. Jetzt gucken wir nochmal nach den Steilwänden hier. Ging ja immer noch um die geologischen Schichten. Müsste ich mich dann sowieso mal reinlesen und dann dementsprechend die Antworten dann mal von zu Hause aus schicken. Ich werde das jetzt mal nur kommentarlos aufnehmen. Die hatten ja geschrieben, was das 5 Meter über der Wasserlinie ist. Das wäre jetzt ungefähr dort, wo die Wiese aufhört. Ja, also zum Baden ist mir das echt zu kalt heute.